Johann, welche Erfahrungen haben Sie als Firma gemacht mit der Arbeit im Kontext von IT in Kaliningrad? Das ist eine unheimlich interessante Region, auf jeden Fall. Nicht zuletzt wegen IT weiß man auch, das sind immer Spezialisten. Also mit zwei Universitäten, die hier in der Stadt sind, ist es unheimlich gut und bequem, halt an die neuen Spezialisten zu kommen. Es gibt nicht so viel Konkurrenz. Also man kann hier für relativ kleines Geld, im Unterschied zum Beispiel zu solchen Ballungsgebieten wie Moskau oder St. Petersburg, relativ günstig an die Ressourcen kommen. Man kann sehr gut mit beiden Universitäten kooperieren, das haben wir auch gemacht, seit letztem Jahr einfach mal unterschrieben. Und dieses Jahr nehmen wir nochmal zum Beispiel 20 Studenten jetzt als Praktikanten einfach mal zu uns. Die Ausbildung ist halt sehr, sehr gut. Dadurch, dass die Stadt nicht so groß ist, trifft man überall die Unterstützung halt, also wirklich von jeder Seite. Also man muss nur ganz normal fragen, die Leute bei der Wirtschaftsführung, beim Ministerium, egal wo. Man wird einfach unterstützt, man bekommt Tipps. Also ist wirklich sehr, sehr interessant. Welche Chancen sehen Sie speziell für Unternehmen im Bereich Healthcare IT, für Startups? Man muss verstehen, welche Richtungen schlägt eigentlich jetzt die Politik dieses Gebiets. Also dadurch, dass es eine Enklave ist, könnte ich hier kaum zum Beispiel Baumaterialien produzieren oder sonst irgendwas, wenn man die nach Russland verfrachten möchte. Also was als Prioritäten hier sind: Tourismus, Medizin und IT. Halt, das sind diese drei Richtungen, die hier angeschlagen worden sind. Das sind das, was die Stadtverwaltung halt nach vorne treiben, oder Gebietsverwaltung nach vorne treiben möchte. Dadurch wird sich da unheimlich viel tun. Es kommen viele Investoren aus dem medizinischen Bereich, das haben wir ja gerade auch eben in der Präsentation gesehen. Das sind aber auch nicht die einzigen. Ich weiß zum Beispiel persönlich, auch aus Südkorea besteht Interesse, hier irgendwie eigene Medizinzentren zu bauen. Also es wird vieles bewegt in diese Richtung. Und der digitale Wandel spielt natürlich auch eine wichtige Rolle für Kaliningrad und für generell die Russische Föderation. Das ist auf jeden Fall so. Der digitale Wandel tritt natürlich hier auch auf, nur hier genießt er auch nicht weniger als in Deutschland. Das sehe ich ja jeden Tag bei meiner Arbeit, halt auch nicht weniger Aufmerksamkeit wie auch in Deutschland, weil die Chancen auf dem globalen Markt sich zu positionieren, halt, egal was man macht, also das betrifft ja wirklich, diese digitale Transformation betrifft ja jedes Geschäftsmodell eigentlich. Manches mehr, manches weniger oder bedroht die auch manchmal. Und die Russen hier, die sehen das auch und wollen das natürlich auch nach vorne treiben. Und brauchen eigentlich jede Beratungsleistung. Und also wenn man hier mit deutscher Erfahrung aus der deutschen Wirtschaft, sage ich mal, die ich bereits erwähnt habe, wirklich meiner Einschätzung nach 8 Jahre nach vorne ungefähr, vor russischen vorne ist, dann kann man hier natürlich sehr gute Vorteile gewinnen, weil man einfach mehr Erfahrung hat, die letzten Jahre gesammelt hat. Und deswegen bestehen hier sehr große Chancen auch in diesem Geschäft.